Moin moin, liebe Maker und Raspberry Fans und alle, die es noch werden wollen. Mein Tisch ist zwar noch leer, der wird sich aber gleich füllen mit einem ganz spannenden Bundle, das es so nur bei Reichelt zu kaufen gibt. Und zwar beinhaltet das ein Raspberry Pi 4B mit allerlei Zubehör, wie zum Beispiel Gehäuse, Netzteil, Kühlkörper und noch einigem mehr. Ihr werdet euch sicher fragen, warum zeigt er uns jetzt einen Artikel, den es eigentlich schon seit einem Jahr gibt? Das hat den Hintergrund: Die Verfügbarkeit war in den letzten Monaten einfach nicht sehr gut. Mittlerweile ist aber vor allem die 8 GB Version, die in diesem Bundle enthalten ist, gut am Markt verfügbar. Wir haben das Ding in rauen Mengen und schnüren da immer mal wieder ein paar tolle Bundles. In diesem Fall, ich zeige euch das einfach mal, hat es sogar eine ganz schicke Verpackung mit Liebe zusammengestellt von einem unserer Mitarbeiter aus dem Lager. So erhaltet ihr das später auch von uns. Das heißt, ihr dürft euch nicht wundern, ihr macht den Karton auf und erhaltet das genau so. Da ist aber alles drin, was ihr benötigt, um damit zu starten. Sei es Programmiersprachen lernen, Gaming, Hausautomation oder auch IoT-Anwendungen, die ein bisschen komplexer sind, die sich dann auch eher an gewerbliche Nutzer richten. Damit könnt ihr alles out of the box direkt starten. Und auch wenn ihr schon Raspberry Pi Nutzer seid und vielleicht ein älteres Modell habt oder auch schon Zubehörteile, lohnt es sich trotzdem, einfach mal einen Blick in dieses Set zu werfen. Und warum? Das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr das Raspberry Pi 4B Bundle in seiner vollen Schönheit. Einmal alles aufgereiht. Ich fange auch mit dem interessantesten aller Produkte an, nämlich mit dem HDMI-Kabel. Das ist kein Standard-HDMI-Kabel, sondern es ist ein Micro-HDMI-Kabel auf den Standard-HDMI. Der 3B Plus hatte ja noch den großen HDMI-Port. Aufgrund von neuem Platinendesign hat man sich beim 4B dann dafür entschieden, auf den Micro-HDMI-Port zu gehen. So, jetzt die SD-Karte. Hier habt ihr eine 32 GB SD-Karte dabei. Auf dieser SD-Karte ist das sogenannte Noobs-Image aufgespielt, also ideal für alle, die sich einmal mit dem Raspberry Pi generell ausprobieren wollen. Und auf dieser SD-Karte selber findet ihr nicht nur eben dieses Noobs-Image, sondern auch 7 Betriebssysteme, die sich in diesem Image verbergen. Da sind solche dabei wie das Standard Raspbian-Image, da ist auch dabei ein Arch Linux, was manche auch vom, normalen PC kennen. Ein PyDora, also ganz, ganz viele. Auch interessant, Kühlkörper. Viele denken ja immer, ja, so ein Einplatinencomputer, den schraube ich ins Gehäuse und dann wird das alles schon passen. Aber auch der braucht natürlich irgendeine Form von Kühlung. Und bisher war es so, die Raspberry Pis hatten die Temperatur im Betrieb einfach nicht richtig im Griff. Also teilweise werden gerade auf den Chips selber bis zu 80 Grad und noch mehr erreicht. Also das ist weit weg von handwarm. Und um das zu vermeiden, gibt es hier ein Set mit 4 Kühlkörpern für die CPU, für den Ethernet-Chip, für USB und für den RAM-Baustein, damit das auch alles schön gekühlt ist. Für gewisse Anwendungen, zum Beispiel wenn ihr wirklich in diesen Gaming, Retro-Gaming-Bereich reingehen wollt, dann eignet sich das schon eher, dass ihr da auch eine aktive Kühlung mit einem aktiven Lüfter mit reinschraubt. Auch interessant, das Raspberry-Netzteil. Hier ist ein Original-Netzteil dabei, also keine Drittware, sondern wirklich das Original-Raspberry Pi-Netzteil. Da hat sich eigentlich nicht so viel getan. Das Design ist ähnlich. Es ist ein bisschen kompakter geworden, sogar noch als die alten Netzteile. Wichtig, USB-C-Anschluss. Das Netzteil hier gibt bis zu 3 Ampere aus. Habt ihr also ordentlich Saft, dass ihr da auch nochmal vielleicht einen kleinen Shield zum Beispiel mitbetreiben könnt, ohne noch eine extra Stromversorgung auch anzuschließen. Bevor wir uns den Pi vornehmen, noch einmal kurz zum Gehäuse. Das Weiße, was ihr hier seht, ist noch die Schutzfolie. Die ziehe ich ab. Und dann kommt ein richtig schickes, transparentes Gehäuse zum Vorschein, wo wir an der Seite hier nochmal, ich sag mal mit so einem Riffelmuster, einfach eine kleine farbliche Abwechslung drin haben. Was ich besonders schön finde an dem Gehäuse ist, wir haben unten noch Gummifüßchen dran. Das heißt, auch wenn ihr den dann aufstellt am Ende, da verrutscht nichts, da bleibt alles da, wo es sein soll. Gibt dem Ganzen nochmal für mich einen hochwertigen Touch. Jetzt kommen wir aber zu des Pudels Kern, den Raspberry Pi. Ich packe den hier einmal aus. Also ihr seht schon, da hat sich nicht ganz so viel geändert. Zumindest wenn man den oberflächlich erstmal betrachtet. Was sofort ins Auge fällt, sind hier die 4 USB-Anschlüsse, wovon jetzt 2 blau sind. Bedeutet also, wir haben jetzt anstatt 4 USB 2.0-Anschlüsse haben wir zweimal USB 2.0 und zweimal USB 3.0. Daneben, ganz wichtig, im Vergleich zum 3B Plus, was viele Leute immer gestört hat, der 3B Plus warb immer mit Gigabit Ethernet, war es im Endeffekt aber nicht. Effektiv kamen dann nur bis zu 300 Mbit raus. Beim 4B habt ihr jetzt richtiges Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbit. Also eine deutliche Verbesserung. Und da hat man sich auch wirklich an die Raspberry Pi Community orientiert, den Wunsch aufgenommen und auch gleich umgesetzt. Wenn wir den einmal zur Seite drehen, betrachten wir erstmal das, was sich hier oben befindet.
Wir haben hier einmal ein Broadcom System on a Chip 2711. Das besteht aus der CPU mit einem ARM Cortex A72 mit 4 Kernen. Der kann aufgrund seiner effizienteren Architektur, auch wenn er nicht viel schneller ist, auf Gigahertz-Basis, im Vergleich zum 3B Plus, einfach deutlich mehr Rechenoperationen je nach Anwendungsfall durchführen und ist dann in einigen Fällen einfach deutlich schneller, auch wenn er es von der reinen Rechenleistung her erstmal auf dem Papier nicht so aussieht. Komplettiert wird das Ganze noch von der Grafikeinheit, die auch von Broadcom kommt. Da habt ihr also auf jeden Fall ein komplettes und zukunftssicheres Paket. Ansonsten haben wir hier die Standardanschlüsse, die wir auch von den anderen Pis schon kennen. Neu hier sind allerdings die Micro-HDMI-Anschlüsse. Zwei an der Zahl, das heißt, ich kann auch mehr als ein Display dieses Mal anschließen. Beim 3B Plus hatten wir, wie bereits erwähnt, nur einen Standard-HDMI. Und ich habe den USB-C-Anschluss für die Stromversorgung, allerdings nicht für Massenspeicher. Das heißt, ich kann hier wirklich nur den Pi mit Strom versorgen. Zusätzlich habe ich noch Bluetooth 5.0 an Bord. WLAN ist wie immer mit dabei, auch bis hoch zum AC-Standard. Also auch da könnt ihr euch auf die neuesten technischen Standards verlassen. Was mich ein bisschen stört, ich habe eben erwähnt, dass der Gigabit-Standard von der Community gewünscht war und mittlerweile mit aufgenommen worden ist. Der Pi hat immer noch keinen SATA-Anschluss oder eSATA-Anschluss. Das heißt, ich kann Massenspeicher immer nur per USB hier anschließen, habe keine Möglichkeit, vielleicht auch per USB-C oder per SATA einfach schnellere Massenspeicher anzuschließen. Auch mal größere Festplatten für, ich sage jetzt mal, einen eigenen Home-Server zum Beispiel. Das bleibt dem 4B immer noch verwehrt. Vielleicht kommt das ja mit der nächsten Version. Übrigens, ihr seht hier diese Bohrung. Die sind komplett gleich geblieben. Das heißt, Shields, die ihr zum Beispiel für den Pi 3B Plus noch zu Hause habt, könnt ihr auch mit diesem Pi 4B weiterverwenden. Was allerdings nicht mehr geht, sind alte Gehäuse. Die müsst ihr wirklich neu kaufen, speziell für den 4B, weil sich hier natürlich an den Anschlüssen alleine schon durch den USB-C und die Micro-HDMI-Anschlüsse einiges geändert hat. Von mir habt ihr jetzt gehört, was ich daran so gut und was ich daran schlecht finde. Ich mache jetzt gleich nochmal einen kleinen Abstecher zu Markus bei uns in die Technik. Das ist ein richtiger Raspberry-Experte. Der hatte von der ersten Generation bis zum 4B alle im Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Und ich bin mal gespannt, was er dazu so zu sagen hat. Ja, schade. Markus ist irgendwie nicht auffindbar. Er hat hier aber schon ein schönes Raspberry-Projekt gemacht und das blinkt so schön. Das wollte ich mir eigentlich von ihm erklären lassen. Ich habe aber beim Chef schon mal sowas im Büro gesehen. Hallo Ulf. Moin Lukas, ja. Kann ich dir auch ein bisschen was zeigen? Ja klar, du siehst, ich habe hier einen Prototypen stehen, ja. Das mache ich in Amtshilfe. Wir haben im Moment alle sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Und da habe ich mich bereit erklärt, auch einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich kann dir das ja mal, das ist ganz schnell erklärt. Wenn ich jetzt meinen Auftrag habe, den kommissioniert, kann ich den hier einscannen. Dann kriege ich hier alle freien Fächer angezeigt, die im Moment gerade zur Verfügung stehen. Und wenn ich mich dann entschieden habe, das ins andere reinzupacken, dann drücke ich hier oben auf den Knopf und kriege eine rote Quittungslampe. Das ist so ähnlich, wie wir es schon haben. Mhm. Aber hier, du siehst keine Schalter mehr, nur noch kapazitive, die praktisch dahinter sitzen, das erfassen. Und eben der Witz ist, dass wir die gesamte Steuerung hier auf dieser Seite mit den Raspberries machen und auf der anderen Seite beim Scanner mit dem Arduino arbeiten. Was also es ist wirklich toll, nur du kriegst natürlich erstmal wieder einen Knoten ins Hirn, weil wir vom Prinzip her wieder auf eine ganz andere Technik setzen. Wir müssen jetzt das Alte mit dem Neuen verbinden und was ich gerade mache, ist, dass ich die Brücke schlage von dieser tollen Technik, die die Jungs gebaut haben, dass es auch hinterher mit unserer Warenwirtschaft irgendwie gut kommunizieren kann. Ja, super. Schon beeindruckend, was man in so einem kleinen Teil eigentlich für große Projekte realisieren kann. Und damit zurück ins Studio. Danke, Ulf. Immer wieder gerne. Für mich ist dieses Raspberry Bundle mit dem Pi 4B das ideale Set für Ein- und auch für Umsteiger. Also für Leute, die vielleicht schon 3B Plus zu Hause haben, gerne aber nochmal die größere Rechenpower und die Zusatzfeatures des 4Bs auch nutzen wollen. Die finden hier natürlich ein komplettes Set vor, wo sie einmal nur noch Maus, Tastatur, Monitor anschließen müssen und schon kann es losgehen. Das Set gibt es natürlich nicht nur mit dem 8 GB Pi 4B, sondern auch noch mit dem 4 und mit der 2 GB Version. Die Links dazu findet ihr alle in der Beschreibung. Ebenso findet ihr auch noch ein paar Links zu interessanten Zubehörprodukten, wie zum Beispiel auch da hinten im Regal. Unser Maker-Kit von Francis steht. Da haben wir jede Menge verschiedene Sachen für euch zusammengestellt. Vielleicht ist da für den einen oder anderen auch noch was dabei. Außerdem möchte ich euch gerne die How-Tos in unserem Reichelt-Magazin ans Herz legen. Da findet ihr ganz viele spannende Maker-Projekte mit allen Raspberry Pi-Generationen, wo ihr euch auch einfach mal so ein bisschen ausprobieren könnt. Für jedes Level von Einsteiger bis Fortgeschrittene ist da was dabei. Stefan und ich haben da schon mal ein bisschen was für euch vorbereitet und haben uns mal daran gewagt, mit dem Raspberry Pi und der Software Kodi ein Internetradio zusammenzubauen. Da findet ihr auch den Link in der Beschreibung, dass ihr euch das einfach mal anschauen könnt und das Projekt entsprechend nachbauen könnt.
Wenn euch das Video gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren, damit ihr in Zukunft kein spannendes Video von uns mehr verpasst. Und damit schließe ich ab. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yo.